Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spielen mit Stil, dem super Podcast von Spielstil, der jetzt leider eine längere Pause hinter sich hat, aber das, ja, da wollen wir jetzt auch nicht näher darauf eingehen, das hat ein bisschen persönliche Gründe, nichts Dramatisches, was jetzt irgendwie längere Auswirkungen hat, aber dafür haben wir heute eine schöne neue Folge für euch vorbereitet und diesmal sind wir nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt, also mit mir, dem Christian, und dann hätten wir noch den Robert. Hallo Leute. Und den Tom. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, alle drei kennt ihr uns ja von spielstil.net schon als Autoren dieser diversen Artikel, die ihr dort finden könnt. Der Tom hat ja noch so ein kleines Side-Projekt, den Dafür-Podcast. Heißt also, er ist dann eher unser Veteran gerade, was Podcasts angeht, aber ich hoffe, wir können seinen Qualitätsanspruch auch genügen heute. Genau. Am Freitag gab es eine Neuheitenvorstellung von Asmodee, die wir beiwohnen durften. Da gab es eine Neuheit, der wir schon lange entgegengefiebert sind. Und ich bin mir sicher, auch der ein oder andere wartet da draußen auch bereits drauf. Es ist endlich angekündigt worden, dass es eine deutsche Version von Heat geben wird. Krass gut. Ja, krass gut, genau. Der Robert und ich hatten das Vergnügen in Essen mit Brett und Pat eine Runde zu drehen und waren vollauf begeistert und keiner konnte verstehen, warum Asmodee diesen heiligen Gral der Rennspiele an sich vorübergehen lässt. Genau, und jetzt ist es so, im April soll es soweit sein, dass die deutsche Version endlich in den Regalen stehen wird. Okay, das bedeutet, dass wir dann auch was dazu machen? Ja, unbedingt. Du, ich rede seit einem halben Jahr von nichts anderem mehr, außer Heat. Da müssen wir nachsetzen dann auf jeden Fall. Ich hoffe, du bist noch mal bereit, eine Runde zum Drehen mit mir. Ich denke wohl, ja. Ja. Tom, was sagst du eigentlich zu Rennspielen? Ist das was für dich? Ihr kennt mir meine Haltung dazu. Die Frage ist dann gleich, gibt es da einen vernünftigen Solo-Modus? Rennspiel und Solo-Modus, ich weiß auch nicht. Da kannst du auch mit Rallyman ganz gut abdecken, dachte ich. Rallyman war mir da zu kompliziert, aber Heat hat mich auf jeden Fall grafisch schon voll abgeholt, weil das einfach richtig gut aussieht. Und da kann ich dann immer nur schwer widerstehen. Ja, aber das ist ja, es ist ja nicht nur grafisch super, es ist ja spielerisch toll. Also du hast ein richtig schön kompaktes Rennspiel mit Rennfeeling, wo du dann eben auch, ich vergleiche es ein bisschen mit Formula.de, es hat zwar nichts miteinander zu tun, aber du kannst schön Risiken eingehen, wirst auch wieder bestraft dafür, dass du Risiken eingehst, aber es fühlt sich einfach cool an, wenn du das Risiko eingegangen bist und es hat klappt. Sowas fesselt mich dann einfach ans Brett und deswegen muss Heat auch unbedingt in der deutschen Version dann endlich hierher, dass wir dann sehen können, ob dieser positive erste Eindruck dann auch sich wieder bestätigen kann. Also was mir da echt gut gefallen hat, ist, wie gut der Einstieg funktioniert. Also du kommst da echt schnell rein. Und wir haben ja da eigentlich ja nur, wir haben kein ganzes Spiel gemacht, gell? Wir haben bloß im Prinzip eine Runde haben wir gedreht, eine echte sozusagen. Und das hat richtig gut funktioniert beim ersten Mal schon. Da hat man ja auch die Situation, dass ich zwei Drittel vom Spiel geführt habe und dann kam der Christian von Brett und Pat mit so einer ganz fiesen Aktion und ist an mir vorbeizogen. Ja, spielst du das dann auch in so einer Kampagne? Also ist das dann nur ein Rennen, was du dann darunter fährst, oder ist das dann auch mit Kampagnenmodus, wo du dann quasi eine ganze Saison runterfahren kannst und quasi, ne, also sonst ist ja das Problem bei so einem Rennspiel im erster Platz oder verloren. Aber wenn ich natürlich jetzt auf so Kampagnenziel spiele, dann ist natürlich auch zweiter Platz, den ich konstant halte, auf Dauer was Gutes. Also da wird es dann strategischer, ne? Also so tief haben wir mit den Regeln dann gar nicht mehr beschäftigt, nachdem es hieß, es kommt hier nicht raus und die Preise dann auch, ja, ein bisschen jenseits von Gut und Böse lagen für die internationale Version. Und dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, ob es einen offiziellen Kampagnenmodus geben wird, aber ich bin mir sicher, auf Boardgame Geek wird früher oder später dann was dazu erscheinen, dass man dann eben mehrere Rennen fahren kann, um dann zu zeigen, dass man auch, wenn man konstant eben Zweiter wird, viele Punkte einfahren kann. Mhm.
Gab es ansonsten noch was auf dieser Asmodee-Geschichte? Okay. Außer Heat sind natürlich noch ein paar andere Neuheiten vorgestellt worden, wobei da jetzt eigentlich wenig dabei war, was mich so richtig gepackt hat. Tom, wie sah es denn bei dir aus? Also, das Zombie-Teens Remembrance oder so ähnlich wie das hieß, Memories, das fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt, spielmechanisch, auch wenn es eigentlich für Kinder als Zielgruppe ist, wobei ich da immer, ja, da bin ich nicht so, wenn das Spiel von der Mechanik her gut ist. Das fand ich mechanisch super spannend. Wer es nicht kennt, es ist quasi ein Spiel, auf dem man in der Zeit eingefroren eine Szene sieht und man immer den Blickwinkel einer Person hat. Und alles, was diese Person sieht, kann man dann sozusagen auswählen, um dann in den Blickwinkel der anderen Person zu springen. Das heißt, da sind halt keine Nummern auf den Karten. Von dem Blickwinkel der einen Person und dann springt man zu der nächsten Person. Und so springt man dann quasi von Figur zu Figur in diesem Moment, in diesem Zeitmoment und man hat Aufgaben, man hat Fragestellungen, sozusagen wie so ein Rätsel, man sieht also eine Szene, aber immer nur aus der Sicht von den verschiedenen Personen. Und man hat Fragen, wie es zu bestimmten Sachen in dieser Szene gekommen ist. Und ich finde das relativ spannend, weil man, wenn man sich das jetzt so vorstellt, man muss dann natürlich sozusagen von Person zu Person springen, in der Hoffnung, dass man irgendwo jemand anderen noch sieht, also dass man noch eine weitere Person sieht. Und das finde ich mechanisch ganz spannend, weil das so ein gewisses Rätsel- und Entdeckungsspiel ist. Also ich habe gerade nachgeschaut, das heißt Flashback Zombie Kids, das Spiel. Ah. Genau. Und die Mechanik ist cool, ja. Also stimme ich dir bei, aber ja, ich weiß nicht, ob ich mir noch mal ein Kinderspiel jetzt hier herholen. Mein Sohn ist inzwischen auch schon zu alt für sowas. Ja, also ich schwank da so ein bisschen. Wie du sagst, Mechanik einwandfrei, aber ich hätte dann lieber was Handfesteres, mit dem ich mich dann da beschäftige. Ja, ich bin da hart im Nehmen. Tatsächlich, wenn so eine neue Mechanik irgendwie kommt, wo ich sage, okay, ich finde diese Mechanik total cool, dann spiele ich das Spiel auch und kann tatsächlich über den kindlichen Aspekt hinwegsehen. Ich habe das damals bei Wonderbook ja auch gehabt. Das ist von der Zielgruppe her definitiv für Kinder, vielleicht noch mit der Familie, aber eigentlich ist es eine sehr kindliche Zielgruppe. Aber mechanisch unglaublich toll, unglaublich spannend und schön. Und da kann ich tatsächlich dann auch so ein bisschen das Kind in mir entdecken. Und mich einfach darauf einlassen und dann mit den Schultern zucken und sagen, ja gut, hier könnte es jetzt gerne blutiger, gruseliger, realistischer, härter zugehen. Ja, das geht mir gar nicht darum, dass es blutiger sein müsste, aber vom Anspruch her, nagel mich jetzt fest, es gibt coole Kinderspiele, die auch Erwachsenen Spaß machen, aber viele davon, also ich habe mit meinem Sohn ja viele spielen dürfen und müssen und es war nicht immer alles toll. Genau. Ja. Aber wir haben noch eine gute Nachricht für den Robert. Ja? Ja, Dune Imperium Immortality erscheint. Okay, cool. Ja, da freue ich mich drauf, ja. Für Dune Imperium, das hat ja recht gut gefallen. Mhm. Da werden wir auf jeden Fall uns noch ein bisschen näher mit beschäftigen. Es ist jetzt auch so, es wird jetzt die nächsten Tage ein Artikel dazu erscheinen, zu den Asmodee-Neuheiten, wo dann alles ein bisschen genauer nachrecherchiert ist. Das Freitag muss man sich so vorstellen, im Endeffekt, man hat viele Titel um die Ohren gehauen bekommen, bei manchen einen kurzen Abriss, worum es geht, aber aus so einer 4 Stunden Videobeschallung bleibt natürlich nicht allzu viel hängen. Da haben wir dann noch Pressematerialien gekriegt, die wir dann eben noch aufbearbeiten müssen. Und da wird es dann eben auch entsprechende Artikel geben, der dann eben mehr aufweist, warum wir einzelne Titel als cool markiert haben. Ja, aber dann... Darf ich mich beschweren? Darf ich was Negatives sagen zu dem Presseevent? Ich weiß, was kommt, ja. Hau raus. Also,
Du kannst mich jetzt gerne korrigieren, aber hast du irgendwas zu Marvel Champions gehört? Braucht's das? Auf jeden Fall. Aber, also ich fand es tatsächlich sehr interessant, dass es nicht mal erwähnt wurde. Das ist das eine. Ich habe dann erwartet, okay, Lizenzprodukte oder bei den Expertenspielen, oder dann hat er irgendwann gesagt, ja, dann gibt es doch den Geek Corner. Habe ich erwartet, vielleicht kommt da ja irgendwas. Nichts. Und das zweite, dann haben sie A Song of Ice and Fire, das Miniaturenspiel, gehabt und haben gesagt, ja, jetzt kommen wir dazu. Und dann dachte ich, na, okay, jetzt bringt ihr die Neuheiten, jetzt sagt ihr, was kommt in den nächsten Waves an Erweiterungen, an Miniaturen und so weiter. Und dann hauen die wirklich eine Folie raus, wo wirklich nur Wave 21, 22, 23, 24, 25 draufsteht. In der Mitte steht Startbox Haus Mattel. Alle anderen Einträge sind blank, da ist gar nichts und es wird nichts weiter dazu gesagt. Und die einzige Frage, die dann noch in den Raum gestellt wird, ist, ja, welche Fraktion kann man denn da so spielen? Und es tut mir leid, also das fand ich nicht toll. Das war jetzt so, also diesen Eintrag hätte man sich dann auch sparen können, muss ich leider jetzt sagen. So, also gut, ihr habt diese Produktlinie und ihr wollt uns dazu nichts sagen, ist in Ordnung. Bei anderen Geek-Spielen war das ja durchaus mehr. Also bei Bloodborne zum Beispiel, da sind sie ja direkt auf die verschiedenen Erweiterungen eingegangen und haben sich da auch stärker mit beschäftigt. Aber das fand ich halt schon, also dass sie diese beiden Produktlinien so unter den Tisch gekehrt haben, also da war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, gut, bisschen enttäuscht, ja. Also es gab auch, aber dafür gab es nackte Einhörner. Das muss man so sehen. Nee, aber es gab so diverse Punkte, wo ich gesagt habe, da hätte ich auch mehr gehört. Also wie bei Heat zum Beispiel. Heat kam ganz am Anfang einmal der Satz so, ja, wir bringen es raus. Und dann dachte ich mir, boah, cool, da kommt später bestimmt noch ein längerer Content dazu. Und nichts, das ist so komplette 4 Stunden totgeschwiegen worden dann. Also, ja, war schon interessant, das Ganze. Rot, ich habe dich gerade unterbrochen. Ich wollte fragen, sind Einhörner nicht immer nackt? Jein, jein, ich möchte jetzt auch nicht groß über das Spiel reden. Unstable Unicorns in der Erwachsenen-Edition. Ja, ist nicht mein Humor, das Spiel. Okay. Das kommt so aus der Richtung Exploding Kittens. Hurra. Aber ich kann es dir gern zur Verfügung stellen, Unstable Unicorns. Dann kannst du einen großen Bericht drüber machen. Lass mich überlegen. Wollen wir mal über gute Spiele reden? Reden wir lieber über gute Spiele. Wir haben ja in letzter Zeit auch durchaus was gespielt und der Robert war jetzt die Anfangszeit so still. Jetzt wird er einfach ins Wasser geworfen. Jetzt muss er erzählen, was er denn in letzter Zeit so richtig gern gespielt hat. Richtig gern. Ja. Tatsächlich was Uraltes, das möchte ich nur kurz anreißen, aber das war einfach auf dem Pile of Shame schon wirklich Jahre. Wir haben Space Alert gespielt. Ich hatte das noch nie gespielt und wir haben uns irgendwann mal gesagt, so, lass uns das mal tun. Und wir hatten einen riesen Spaß dabei. Kennt ihr Habt ihr das das? mit CD gespielt? Natürlich. Also, nee, CD ist falsch, mit Handy. Mit Handy, also Handy-Track dann, ja. Ja, genau. Und das macht schon was aus. Also das auf dieser Karte runterzulesen oder so, das ist ja nichts. Also wenn du da diese Durchsagen hast und so weiter, das macht schon Spaß. Und du merkst halt einfach dann, dass du eben am Anfang geht es halt noch, sind nicht so viele Aufgaben zu erledigen, aber später dann, wenn dann immer mehr Sachen dazukommen, dann wirst du einfach hektisch und dann programmiert man auch falsch. Also für die Leute, die es nicht kennen, was man bei Space Alert spielt man eine Raumschiffbesatzung. Das Ganze ist ein Programmierspiel. Das wird so gemacht, dass es passiert was auf dem Raumschiff, es greifen irgendwelche Feinde an, es gibt Leute, die ins Raumschiff sogar eindringen und man muss seine Mannschaft entsprechend sozusagen programmieren. Also ich gehe aufs obere Deck, ich gehe ins untere Deck,
Ich gucke, dass Energie da ist, ich schieße mit den Waffen und so weiter und so fort. Und das wird mit Karten gesteuert. Und das passiert in Echtzeit. So ein Szenario geht ein paar Minuten und dann wird im Prinzip alles wieder zurückgesetzt und nacheinander nochmal abgeguckt, Schritt für Schritt, ob das, was man sich dann während diesen paar Minuten in Echtzeit überlegt hat, auch wirklich auch tatsächlich funktioniert. Und da findet man eben raus, dass man einmal zu oft gedrückt hat oder irgendwie zu weit gegangen ist oder gedrückt hat und gar keine Energie da ist. Und dann, ehe man sich versieht, ist im Prinzip das Raumschiff dann halb oder ganz zerstört und damit die Mission auch missglückt. Aber schuld sind natürlich immer die anderen. Das lässt sich eigentlich kaum darstellen, wenn man hat es ja schwarz auf weiß oder beziehungsweise die Karten liegen ja da und wenn man es versemmelt hat, hat man es einfach versemmelt. Also da gibt es wenig Möglichkeiten an Ausreden. Ja, nee, aber das hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, ich fand Space Alert damals auch richtig cool. Sogar meine Frau, die mit Programmierspielen nichts anfangen kann, fand es einfach witzig, weil, wie du sagst, es ist immer irgendwas passiert, wo keiner gedacht hat, dass es schief gehen könnte. Genau. Ja. Ja. Aber du hast ja jetzt nicht nur Altes gespielt. Nö. Was noch auf den Tisch kam, war Last Aurora. Das ist von bei Grimmspire erschienen und ist 1 bis 4 Spieler, geht 60 bis 90 Minuten, je nachdem wie viele Leute mitspielen, ist ab 13, 14 Jahren. Das Ganze spielt in so einer dystopischen Welt, sehr generisch das Ganze, also es gab irgendwann einen großen Krieg, die Nordhalbkugel ist quasi eine Eiswüste und wir, die da wohnen, wollen da nicht mehr wohnen, wir wollen in den Süden. Und wir machen uns mit einem Konvoi auf in Richtung Aurora. Das ist ein Schiff, ein Eisbrecher, der, von dem wir wissen, der fährt jetzt demnächst ab. Und die würden uns mitnehmen, aber die fahren schon mal los. Also die fahren während des Spiels fahren die immer weiter weg und wir müssen quasi auch immer eine weitere Strecke zurücklegen, um die Aurora entsprechend noch zu erreichen. Mir gefallen ja solche dystopischen Hintergründe, das finde ich immer ganz prima. Der Hintergrund hat mich angemacht, ich wollte das ausprobieren und siehe da, das ist auch wirklich ein witziges Spiel. Das kommt zwar so ein bisschen rüber, als wäre das ein Wettrennen gegen die Zeit, ist es auch ein bisschen, aber das meiste, was man eigentlich tut, ist seinen Konvoi zu managen, die Ressourcen zu managen und auch seine Besatzung zu managen. Also diese drei Sachen sind eigentlich im Mittelpunkt. Wie funktioniert das? Also am Anfang geht man sozusagen auf Entdeckungsreise. Das fühlt sich so an, wie wir fahren quasi jetzt durch die Eiswüste und finden halt irgendwelche Dinge auf dem Weg. Das heißt, wir haben einen Konvoi, der besteht am Anfang nur aus einer Zugmaschine und einem Anhänger. Und über die Zeit hinweg wird der Konvoi immer größer. Also ich schmeiß die Zugmaschine weg, habe dafür eine stärkere, die ist schneller, braucht vielleicht weniger Sprit, kann mehr aushalten oder hat eine stärkere Waffe. Oder ich finde länger einen Anhänger, der mir mehr Platz bietet und so weiter und so fort. Solche Sachen muss ich managen und in dem Zug selber, oder in diesem Konvoi, muss ich auch meine Leute unterbringen und meine Ressourcen. Ich finde nämlich auf dem Weg dahin, nehme ich noch Leute mit und die sind dann gleichzeitig auch meine Worker, die ich dann für weitere Aktionen verwenden kann. Und gleichzeitig, wenn ich im Prinzip dann meine Umgebung entdeckt habe, das ist sozusagen der erste Teil der Runde, bewegen wir uns in Richtung Aurora. Das ist dann wiederum abhängig von irgendwelchen von den Zugmaschinen, die ich habe oder Zugmaschine, die ich habe und eben den Leuten. Es gibt zum Beispiel eine Navigatorin, die hilft mir dann auch nochmal weiterzukommen. Ganz witzig dabei ist, die Leute, wenn ich sie verwendet habe, bei der Entdeckung zum Beispiel, dann sind die erstmal erschöpft. Ich muss die quasi wieder flott machen, damit ich sie wieder verwenden kann. Dann gibt's noch Kämpfe. Das ist auch so ganz witzig. Da gibt's dann eine verkehrte Reihenfolge. Also die vorne sind normalerweise, die finden die Dinge zuerst. Und beim Kämpfen sind die hinten sind, die greifen als erstes an. Und das Ganze funktioniert über Karten, nicht über Würfel oder ähnliches. Das ist ganz witzig geregelt, das gefällt mir jetzt ganz gut. Und man ist dann auch hier dabei, also man bekommt irgendwelche Treffer dann. Die musst du halt auf deinem Konvoi verteilen. Das kann dann sein, dass du dann irgendwelchen jemand rausschmeißen musst, weil du eben die Treffer verteilen musst auf die Plätze, die in diesem Konvoi noch zur Verfügung stehen. Und das Spiel an sich ist dann vorbei, wenn einer die Aurora
erreicht hat oder aber die Aurora schon davongefahren ist und da wird einfach so gewertet, die man bis dahin erreicht hat. Du hast immer so ein bisschen auch Zwänge, weil dir die Ressourcen für irgendwas fehlen. So das Klassische, was bei so einem Spiel ja immer der Fall ist. Dann musst du eben schauen, wen setze ich wann wie ein. Ich habe jetzt bloß mal eine blöde Frage. Mhm. Ist es kooperativ oder kompetitiv? Mhm. Kompetitiv. Also ja, jeder hat seinen eigenen Konvoi. Genau, die Frage hatte ich auch. Ja. Genau, also es ist tatsächlich ein Wettrennen der einzelnen Konvois, Schrägstrich-Spieler. Okay, also dann geht es am Schluss auf Punkte raus wieder oder genau, wirklich gerettete Personen oder? Ja, letzten Endes, also der das Ding erreicht, die Aurora, der beendet ja letztendlich das Spiel. Und dann gibt es eben Punkte für Leute, die verseucht sind, also radioaktiv verseucht sind, dann gibt es Punkte für nicht zerstörte. Also richtig gute Laune-Spiel, oder? Dystopischer Hintergrund. Ja, also so, man will da nicht sein. Mhm. Aber also heißt das nicht, dass automatisch derjenige gewinnt oder diejenige, die Aurora erreicht, sondern das ist nur das Spielende und dann wird erstmal geguckt, wer eigentlich gewonnen hat? Oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Nee, du hast schon recht. Also es wird das Ende wird eingeläutet durch das Erreichen der Aurora und dann werden Punkte ausgezählt. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe es nicht immer ganz genau im Kopf, aber ob das, also uns ist nie passiert, dass derjenige, der die Aurora erreicht hat, nicht gewonnen hat. Hm. Ich glaube, möglich wäre es, dass andere gewinnen, weil die dann mehr Punkte haben. Aber gute Frage. Das müsst ihr jetzt tatsächlich nochmal nachlesen, ob das da wirklich möglich wäre. Aber es kann jetzt auch nicht ausgehen, dass die Aurora eben vor der Nase vorn fährt, komplett, also allen Spielenden. Doch. Die ist nach geht sechs auch. Runden ist die weg. Okay. Ah, okay. Ja, auch trauriger Ausgang. Das ist uns nie passiert, aber das war jedes Mal schon echt knapp. Also bleibt spannend bis zum Schluss. Ja, klar. Aber es ist jetzt kein Rennspiel im Sinne von Heat oder so. Klar, was witzig ist im Prinzip, dass das rettende Ding, also das Schiff, dir da langsam aber sicher davonfährt und du dann schon überlegst, schaffe ich das noch? Aber es hat jetzt nicht diesen Rennencharakter, den man jetzt eben von Formula D oder irgendwie so kennt. Ja gut, trotzdem ist ein Wettlauf eigentlich. Also es klingt auf jeden Fall so, als müsstest du es auf unseren Stapel legen. Ich denke, das wird dir gefallen, ja. Ja, bin mal gespannt drauf. Ja, dann, ja. Jetzt hast du quasi erzählt, als wärst du 10 von 10. Also du hast ja wirklich nichts Negatives gesagt. Ist das tatsächlich so gut? Oder hast du auch was zu... Hast du auch einen Kritikpunkt an dem Spiel? Weil also gerade höre ich bei dir so leuchtende Augen, heiliger Gral. Nee, ein heiliger Gral ist es nicht. Also wir hatten immer eine gute Zeit bei dem Spiel. Aber ich weiß, also wenn du mich jetzt morgens wecken würdest und fragst, soll man Last Aurora spielen? Und sag, oh ja, lass mich erst mal eine Tasse Kaffee trinken. Aber ich spiele es gerne mit. Ich habe jetzt nichts gegen das Spiel sozusagen, aber es ist jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, hey, immer wieder. Also es ist kein Brass. Okay. Gibt es irgendwas, wo du mit dem Finger drauf zeigen kannst, wo du sagst, das stört dich? Tatsächlich noch nicht. Aber wie gesagt, wir haben es auch schon ein paar Mal gespielt. Also ist rein vom Bauchgefühl her, dass du sagst, irgendwas fehlt noch. Mhm, genau. Dass du wirklich nachts rausgerissen werden kannst und sagst, oh ja, bin dabei. Genau. Okay. Ja, dann hoffen wir, dass die nächsten Partien da ein bisschen mehr Aufschluss bringen. Dass dann, ja, aber das wird man ja in deiner Rezi dann lesen, ob du es rausarbeiten konntest, was dich noch stört und wo dann das Problem lag. Ja, ich versuche mich da schon selber zu analysieren. Das Problem ist, aber manchmal bleibt es einfach so ein Gefühl, wo du sagst, ja, das ist ein sehr ordentliches Spiel. Nein, ich muss es nicht ständig spielen. Okay, dann nehmen wir das mal als Schlusswort für Last Aurora. Also klar, schon eine Empfehlung, aber nicht der heilige Gral der Spielgeschichte. Aber jetzt haben wir ja noch den Tom hier, der ja außer Marvel Champions auch noch andere Sachen spielt. Man mag es kaum glauben, aber vielleicht hat er noch was Cooles parat.
Es passiert selten, dass ich was anderes spiele als Marvel Champions, aber ab und zu doch. Bis im vierstelligen Bereich ankommen bei den Marvel Champions Partien. Nein, 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 bei weitem nicht, bei weitem nicht. Man spielt ja dann doch mit einem gewissen Anspruch und mit einer gewissen Langsamkeit. Ich glaube, es gibt bei Board Game Geek einen Spieler, der tatsächlich sagt, er hat schon die 1000 geknackt. Aber da haben sich Dirk und ich auch schon drüber unterhalten, dass wir auch sagen, so, naja, der baut wahrscheinlich auf, macht eine Runde, hat nicht die perfekte Hand gezogen, hakt es als verloren ab und macht das jetzt nächste Spiel, weil, also, Wie lange geht sind denn so eine 1000 Partie für Partien. gewöhnlich? Du spielst halt schon mal deine 20 Minuten, 30 Minuten bei einer normalen Partie runter, wenn es halt mal auf Expert und gegen einen der schwereren Villains, dann bist du halt bei einer Stunde auch mal dabei, ne? Also Solo, rein Solo. Und das kannst du quasi multiplizieren mit der Anzahl der Spieler. Also das ist ja das, was wir auch mal sagen, so zu viert kann man es spielen, würden wir tatsächlich nicht tun. Ne? Was dann sehr, sehr zäh wird. Sage uns aber rechtzeitig Bescheid, dass wir eine tausendste Partie feiern können. Gebührend. Dann gibt es eine Torte, genau. Trackst du denn? Genau. Die Ja, Dafür-Torte. klar, track ich. Aber fange ich nochmal mit was echt Speziellem und ich glaube, einem vielleicht sogar Überraschungshit für mich an. Die Tage hat es bei mir geklingelt und Amazon drückt mir ein Paket in die Hand und das passiert mir mit Christian ja ab und zu mal. Und ich dachte so, ich habe nichts bestellt. Okay, ich pack's mal aus und guck rein, was drin ist und schau auf eine Packung, auf ein kleines Spiel, das mir nichts gesagt hat. Also von dem ich vorher noch nie gehört habe. Und zwar The Shores of Tripoli, von einem total kleinen Verlag, nämlich Four Circle Games. Und ich musste das erstmal googeln, um erstmal herauszufinden, was das überhaupt ist. Also wer ist das? Wo kommt das her? Wieso bekomme ich das zugeschickt? Und mit ein bisschen Recherche habe ich dann rausgefunden, dass ich tatsächlich von dem Verlag ein Spiel haben wollte. Und sie haben mir offensichtlich auch dieses hier zugeschickt. Ursprünglich, um den kleinen Exkurs zu machen, ursprünglich haben die nämlich ein total spannendes Spiel namens Votes for Women rausgebracht dieses Jahr, bei dem es um die um die Suffragettenbewegung der amerikanischen Frauen von 1848 bis 1920 geht, was ich als Thema total spannend und tatsächlich, glaube ich, unverbraucht fand und man solo spielen kann. Das war es aber eben leider noch nicht. Und jetzt haben sie mir aber eben ihr zweites Spiel, denn ich habe schon gesagt, das ist ein kleiner Verlag. Ja, jetzt haben sie mir ihr zweites Spiel geschickt. Das ist, wie gesagt, von 19, von 2020, schon ein bisschen älter. Und ja, worum geht's bei Shores of Tripoli? Es ist ein eigentlich für zwei Spieler vorgesehenes Card-Driven Wargame, das die Jahre 1801 bis 1805 abdeckt. Und da werdet ihr alle gleich sagen, ach, na klar, der amerikanisch-tripolitanische Krieg, na logisch, auch erster Barbareskenkrieg genannt, logisch. Aha, Also, natürlich, ja das war es, klar. als das mir in den Sinn kam. Ich muss zugeben, ich muss das auch googeln. Es ist etwas einfach nicht. Es ist nichts, was mir tatsächlich bewusst ist. Aber es hört sich tatsächlich sehr spannend an. Und das ist ein unglaublich wunderschön produziertes Spiel. Da bin ich immer gleich für zu haben. Und dieser amerikanisch-tripolitanische Krieg, um erstmal das Geschichtliche abzudecken, um zu sagen, worum geht's hier eigentlich? 1801, 1805, in der Zeit waren die Städte Tripoli, Tunis, Algier quasi unabhängige Staaten, die mehr oder weniger zum Osmanischen Reich gehörten und die haben halt fröhlich im Mittelmeer Piraterie
betrieben und gleichzeitig sich einfach Tribut zahlen lassen, damit sie eben nicht Piraterie betreiben. Und zu der Zeit sind auch amerikanische, also US-amerikanische Schiffe dort natürlich zum Handeln entlang gefahren und die wurden halt auch fröhlich überfallen und dann hat irgendwann die US-amerikanische Regierung gesagt, wir zahlen an den Pascha von Tripoli Tribut. Das waren damals 225.000 Dollar. Und Thomas Jefferson, als er Präsident der Vereinigten Staaten wurde, hat gesagt, nö, mache ich nicht, dann führe ich lieber Krieg. Und genau darum geht es in diesem Spiel. Es geht um den Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Pascha von Tripoli. Und das Ganze wäre jetzt ja irgendwie unspannend, wenn es nicht wie bei solchen Card-driven Wargames üblich, wenn es nicht asymmetrisch wäre. Und das ist es hier nämlich auch. Und man spielt als US-amerikanische Fraktion tatsächlich eine große Flotte mit vielen Fregatten, die absolut die militärische Oberhand haben im Mittelmeer. Aber man gewinnt das Spiel eben nicht, indem man einfach militärisch alles platt macht, sondern man muss tatsächlich Tripoli erobern oder man muss es zu einem Frieden zwingen und dafür gibt es bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und umgekehrt versucht man als Pascha von Tripoli so viel Piraterie zu betreiben, dass man in diesem Spiele 12 Gold, also 12-mal erfolgreich andere Schiffe überfällt. Und das kann die US-Seite nicht wirklich verhindern, nur versuchen einzuschränken. Und das ist somit ein asymmetrisches Rennen zwischen diesen beiden Seiten. Und weil es eben card-driven ist, ist es wirklich spannend, weil es ganz viele Konterereignisse und Spezialereignisse gibt. Das Spiel in sich aber unglaublich einfach. Es gibt genau zwei Aktionen, die man machen kann. Man kann halt seine Schiffe verlegen und man kann neue Schiffe bauen als US-amerikanische Seite und als Tripoli kann man auch Schiffe bauen, nämlich die Piratenschiffe quasi. Und man kann Überfälle starten. Und das Ganze wird über knappe 20 Runden gespielt. Nein, Entschuldigung, 24 Runden. 6 Runden, vier Jahreszeiten, A4 Züge. Und das ist es. Und natürlich kann man eine Karte immer für ihr Event spielen, dann sind es halt besondere Ereignisse und besondere Sachen, die passieren. Und ich liebe solche Spiele. Ich liebe solche Spiele, die mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Regelwerk daherkommen und die Komplexität einfach durch die verschiedenen Karten entfalten. Wie viele verschiedene Karten sind denn da dabei pro Seite? Also ist das so ein Riesenstapel oder ist das relativ überschaubar? Ich habe sie nicht gezählt. Ich könnte es jetzt kurz überschlagen. Es müssten tatsächlich 30 Karten pro Seite sein, wenn ich mich nicht sehr irre. Es gibt nämlich einen unglaublich schönen Kniff in diesem Spiel. Ich ziehe jede Runde 6 Karten. Und ich habe ja schon gesagt, ich spiele, aber ich habe nur 4 Aktionen. Das heißt, ich kann nur 4 von diesen Karten in der Regel spielen. Einige wenige Karten sind auch Reaktionen, die ich halt auch auf bestimmte Dinge, die passieren, spielen kann und zusätzlich spielen kann. Aber das heißt, ich behalte prinzipiell am Ende jeder Runde 2 Karten über. Ich habe aber ein Handkartenlimit von 8 Karten. Das heißt, wenn ich nicht irgendwelche zusätzlichen Reaktionen spiele, habe ich in der zweiten Runde schon eine volle Kartenhand. Und ab dann habe ich immer zu viele Karten auf der Hand. Das heißt, ich muss immer Sachen auch wegschmeißen. Und ich muss mich entscheiden, welche Ereignisse möchte ich behalten und welche nicht. Und um diese Zwickmühle mal zu verdeutlichen dabei, die Vereinigten Staaten können ihre schwedischen Verbündeten ins Spiel bringen. Wenn sie die Karte spielen für ihr Ereignis, dann werden zwei schwedische Fregatten,
in die Küstenzone von Tripoli gesetzt und diese Fregatten blockieren quasi oder erschweren die Raubzüge der Tripolitaner. Aber jetzt meint man, das ist doch super praktisch, warum soll ich das denn nicht machen? Aber jetzt gibt es ein Ereignis bei Tripoli, das kann ich nur dann spielen, wenn die schwedischen Fregatten im Spiel sind. Und dann werden die schwedischen Fregatten nämlich einfach wieder aus dem Spiel genommen und ich krieg 2 Gold, also quasi 2 von den 12 Gold, die ich brauche, um das Spiel zu gewinnen. Also ist jetzt die große Frage, hebe ich jetzt diese Karte auf, wenn ich Tripoli spiele, weil eventuell ja Amerika die Fregatten ins Spiel bringen möchte, aber vielleicht haben sie die ja gar nicht auf der Hand. Aber vielleicht warten sie auch nur darauf, dass ich diese Reaktion abschmeiße, weil ich zu viele Karten auf der Hand habe, um das zu sehen. Und dann können sie in Ruhe ihre schwedischen Fregatten spielen. Und weil ich aber diese Karten eben dann die ganze Zeit über auf der Hand behalte, muss ich dafür andere gute Karten wegschmeißen, die ich vielleicht spielen möchte. Und das ist so ein Belauern, so ein Katz-und-Maus-Spiel. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen verketteten Ereignissen. Und der Kniff, was ich noch meinte, ist, ich habe quasi mit der 5. Runde alle Karten auf die Hand gezogen und die 6. Runde, in der sich meistens alles entscheidet, da ziehe ich alle Karten auf die Hand. Da bekomme ich alle Karten von meinem Abwurfstapel sozusagen, die werden wieder reingemischt. Ich nehme alle Karten auf die Hand, schmeiße alles ab bis auf 8 Karten. Aber dann habe ich meine Wunschhand. Ich habe meine Wunsch-8 Karten. Ich habe die 8 Karten, mit denen ich meine, jetzt in den letzten 4 Zügen das Spiel zu gewinnen. Das ist ein unglaublich schöner Kniff bei dem Spiel. Also das mit der letzten Runde klingt echt spannend, dass du da einfach dein, ich sag's jetzt mal, Lieblingsdeck dann zusammenstellst und schaust, okay, was macht der andere, wie muss ich da drauf kontern, wie kann ich ihn überrumpeln? Klingt cool. Also das ist dann sozusagen ein unerwartetes Highlight, was du da gefunden hast sozusagen. Total. Also und es ist dazu wunderschön gestaltet und produziert, also viel mehr, als man von diesem Spiel so erwartet. Es ist der Plan ist ein längsgezogener Plan, weil er eben das Mittelmeer mit den Küstenstädten abbildet. Die Schiffe und die Fregatten, also es gibt die kleinen Schiffe, die Korsaren sozusagen, die Piraten, und es gibt die großen Fregatten, ich hätte jetzt gesagt, Custom Meeple, also es sind spezielle Holzspielsteine, die genau von der Form angepasst sind. Für die schwedischen Fregatten eine eigene Farbe. Die Karten haben alle Illustrationen, also alle einzigartige Illustrationen von Gemälden, die nicht exakt immer aus dieser Zeit waren, aber die diese Zeit abbilden. Also zum Beispiel gibt es so ein Bild einer brennenden Fregatte der USS Philadelphia. Hat damals eine große Rolle gespielt. Wurde irgendwann um 1897 wurde das gemalt oder so. Und dieses Bild ist eben auch auf dieser Karte, was total schön ist. Das lässt einen so dieses Spielgefühl, diesen Flavor auch so ein bisschen atmen. Ist das dann wirklich, wie du mich vorhin gefragt hast, es gibt momentan nichts Negatives, was du zu anzuführen hast? Ist das dann die 10 von 10? Ich fürchte nicht, es wird ein Spiel sein, wo ich sage, das als Duell spiele ich total gerne, weil ich es sehr leicht erklären kann und sehr schnell auch spiele. Also ich behaupte, wenn man das Spiel kennt, dann spielt man die Partie in einer, keine Ahnung, halben Stunde, Dreiviertelstunde maximal, eine Erstpartie vielleicht in etwas über einer Stunde. Aber was natürlich nicht natürlich, aber bei diesem Spiel so ist, das Setup ist fix. Das heißt, ich spiele immer wieder dasselbe Setup und ich glaube einfach, wenn ich mich jetzt hinsetze und wir beide spielen das einen Abend lang, so ich sage jetzt mal 5 Partien nacheinander durch, dann haben wir beide das für den Moment auch satt gespielt. Dann wissen wir einfach, was kann auf der einen Seite passieren, was kann auf der anderen Seite passieren. Ich habe es natürlich noch nicht oft genug gespielt, um zu sagen, ob eine Seite tatsächlich stärker ist als die andere, ob es da sozusagen im Design ein Ungleichgewicht gibt. Aber ein so statisches Spiel ist bei mir selten eine 10 von 10. Gut, aber trotzdem, wer ein bisschen in die Richtung tickt, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall mal anschauen, oder? Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel Twilight Struggle mag, das ja ähnlich in so eine Kerbe schlägt, Card Driven, einfache Grundregeln, Komplexität durch die Karten
Oder wenn man so einen Einstieg haben möchte oder eben das als kurze Variante, ist das, glaube ich, echt ideal. Also ich würde es als einen Geheimtipp bezeichnen aktuell, weil es ist toll produziert, es macht Spaß zum Spielen, es ist halt für ein einfaches Thema auch nicht ein endlos langes Spiel, was sich endlos lange hinzieht, sondern es spielt sich halt auch einfach locker runter. Und das finde ich halt immer sehr schön bei solchen Spielen. Und es ist eben komplett asymmetrisch. Das mag ich halt bei solchen Sachen immer, wenn nicht beide Seiten gleich sind, sondern wenn es tatsächlich komplett anders ist, wenn man die andere Fraktion spielt. Du hast gerade Twilight Struggle erwähnt. Ich muss ja zugeben, die zweimal, die ich versucht habe zu laden, war ich total überfordert damit. Aber ich habe es dann auch immer gegen Menschen gespielt, die es einfach schon immens verinnerlicht haben und ja, keine Ahnung, Da hast du keine konnte da Chance. nicht durchsteigen. Da hast du keine Chance, oder? Da schaltet sich mein Hirn aus, ich weiß es nicht. Ich sitze dann immer da, schaue die Karten an und dann heißt es immer, boah, das ist voll cool, dann muss schauen, dass da das nicht passiert und das. Und ich denke mal, ey, ich sehe eine Karte, ich sehe Zahlen, ich sehe irgendwelche Ereignisse und ich weiß nicht, was soll ich jetzt überhaupt spielen? Du hast vollkommen recht. Also ihr habt beide vollkommen recht. Also erstens, Robert, du hast keine Chance, wenn du Twilight Struggle noch überhaupt nicht kennst oder nur einmal gespielt hast gegen jemanden, der 10, 20 Partien auf dem Buckel hat in der Regel. Und auch die Überforderung stimme ich dir auch zu. Die hatte ich am Anfang auch. Ich bin jetzt in dieser Position der Person, die das schon 20 Mal gespielt hat und meistens jemanden das neu zeige. Und das ist ein schwieriger Balanceakt im Grunde genommen, das Spiel dann so zu spielen, dass dein Gegenüber Spaß dabei hat. Und da muss man auch viel, ja, das ist tatsächlich so, weil wie du gerade schon gesagt hast, ne, ich meine, also wenn ihr Twilight Struggle nicht kennt, ihr habt dann bei Twilight Struggle die Weltkarte vor euch, es ist der Kalte Krieg, alle relevanten Staaten sind in irgendeiner Art und Weise dort abgebildet. Und in jedem dieser Staaten können die beiden Fraktionen Sowjet und US ihren Einfluss geltend machen. Und es gibt quasi keine Einschränkung, wo du das tust. Und damit bist du erstmal vollkommen verloren als Einsteiger. Was soll ich jetzt eigentlich tun? Ich kann jetzt in Afrika irgendwie agieren. Ich kann in Mittelamerika agieren oder in Europa, was ist denn jetzt sinnvoll? Und wie es beim Card-Driven-Spiel eben so ist, wie du schon meintest, du hast Zahlen draufstehen, benutze ich jetzt die Karte für ihre Zahl oder benutze ich dieses Ereignis, weil das Ereignis hört sich ja auch toll an, eigentlich möchte ich alles gleichzeitig machen. Und bis man auch gelernt hat, was es für Ereignisse gibt, was tue ich nicht. Ja, zum Beispiel, ich gehe mit den Vereinigten Staaten nicht nach Ägypten. Warum nicht? Ja, weil es eine Karte gibt, die da ganz fatal ist dann für dich. Aber das weißt du am Anfang nicht. Und damit muss man als erfahrener Spieler Rücksicht drauf nehmen und mal so zwei, drei Partien spielen, wo man auch sagt, mach doch das oder du könntest jetzt jenes machen. Oder wenn du das tust, dann passiert aber jenes. Und auch erlauben, dass Züge zurückgenommen werden. Und dann macht es Spaß. Ich sehe schon, du musst dann mal für YouTube so ein Playthrough machen, wo du erklärst, warum du was machst, dass auch Anfänger mal eine Chance haben, da reinzukommen. Also Anfänger wie ich, weil ich will das Spiel ja mögen. Das ist ja gar nicht so. Ich finde es unglaublich spannend, aber ja, springt nicht über der Funke. Wir machen das Double Playthrough. Wir beide spielen und stellen hinter uns eine Kamera und sagen dann immer, was wir denken, was der andere gerade tut. Und dann kann man mal hin und her schalten und gucken. Ah, jetzt denkt er gerade das, Splitscreen. aber der denkt gerade das. Ja, genau. Ja. Und dann kommt irgendwie der Kommentar von dir, das war jetzt dumm von Christian. Das hätte er nicht tun sollen. Er wird gleich wissen, warum. Ich denke, das Abenteuer würde ich irgendwann mal auch annehmen, aber ja, aktuell bin ich ja auch mit anderen Spielen beschäftigt. Unter anderem ist bei uns in letzter Zeit häufiger Planet B auf dem Tisch gelandet. Planet B, kurz umrissen, also wir haben ja in dem Szenario die Erde vollkommen niedergewirtschaftet und haben aber zum Glück den
Erlöserplanet, also den Planet B entdeckt, auf dem wir uns wieder angesiedelt haben. Und weil wir schon mal eine Erde kaputt gemacht haben, machen wir jetzt natürlich alles besser, heißt. Im Endeffekt macht man eigentlich genau dasselbe wieder. Wir sind Mitglieder der Regierung von Planet B und agieren da wieder so, dass wir am Schluss natürlich die meisten Punkte haben. Das kann man jetzt natürlich auf gute Art machen oder auf niederträchtige Art. Vom Spielgefühl her ist so, dass wir eben immer mit Konzernen zusammenarbeiten müssen. Da liegen immer drei aus. Die können gut sein oder eben auch niederträchtig und die geben uns die Aktionen, die wir dann eben verwenden, um neue Mitarbeiter einzustellen, um Betriebe zu bauen, indem wir die Mitarbeiter arbeiten lassen können, um Rohstoffe zu bekommen, um Rohstoffe zu tauschen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Ziel ist es dann am Ende, die meisten Siegpunkte zu haben. Zwischendurch gibt es dann immer wieder Wahlen. Da wird dann aus so einem Wahlsäckchen werden die Stimmen gezogen, die man schön manipulieren kann, wenn man das möchte. Alles im allen eine recht runde Sache, teilweise auch witzig. Aber jetzt, wie ihr vorhin gefragt habt, ist das eine 10 von 10? Nee, ist es nicht. Dafür wiederholt sich für mich persönlich einfach zu viel und es ist zu viel, ja, Tausch Rohstoffe in Siegpunkte um. Und mir persönlich fehlt dann das intelligente, das ist jetzt blöd gesagt, das intelligente Spiel neben dem Humor, aber ich glaube, der Humor steht im Spiel eher im Vordergrund, als dass es eine richtig coole Mechanik gibt. Also sind so ein paar Versatzstücke, vieles davon kennt man und das Highlight für mich ist eigentlich der Wahlbeutel, der sich da manipulieren lässt, damit ich dann eben Präsidentin werden kann am besten. Im besten Fall gibt es dann meistens Siegpunkte für und die coolsten Entscheidungen zu treffen. Aber ansonsten hat man vieles davon natürlich schon gesehen und auch schon besser gesehen. Aber alles in allem schon ein cooles Spiel mit Luft nach oben, aber. Gut, wenn man jetzt die Amazon-Rezis mal durchliest, da gibt es dann einen Punkt, bei dem sich viele mehr stören. Die Anleitung ist gegendert. Da gibt es dann keinen Spieler, sondern nur Spielerinnen. Und da hat es dann auf Amazon viele Ein-Sterne-Rezensionen gehagelt dafür. Ich befürchte, dass Hans im Glück da jetzt in Zukunft einen Rückzieher macht von gegenderten Anleitungen. Na, das glaube ich ja nicht. Denn Ja, nach ich dem, was ich ja befürchte. gehört habe, also da sind sie ja sehr adamanten, hätte ich fast gesagt, dass sie das so machen. Und da gab es schon so häufig auch negative Kritik. Und Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber ich finde es gut. Und ich fände es gut, wenn sich Hans im Glück da von Ein-Sterne-Trollen bei Amazon nicht einschüchtern ließe. Meine Meinung Also, sicherlich nicht populär, aber muss ja populär sein. Also, was ja immer angeführt ist ja, dass ja die Anleitungen nicht lesbar sind, wenn da nicht die männliche Anspracheform verwendet wird. Kann ich nicht bestätigen. Also, ich hatte bisher noch mit keiner Anleitung Probleme, bei der entweder ein Sternchen drin ist oder allgemein von Spielern gesprochen wird. Das sind Probleme, wo eigentlich keine sind und ja, ist eine Entscheidung vom Verlag. Wenn der Verlag das machen möchte, ist es so. Da muss ich mich jetzt auch nicht unglaublich dran aufreiben, beziehungsweise vielleicht ist es sogar ein bisschen gewollt, dass sich die Leute dran aufreiben, dass da einfach mehr drüber gesprochen wird. Also nicht über die Situation an sich, sondern über das Spiel. Weil im Endeffekt, man hat ja immer ein Grund, gegen den Strich zu bürsten, dass man eben Leute dazu bekommt, über etwas zu sprechen. Und so würde vielleicht ein Planet B nicht so oft in sozialen Medien auftauchen, wie es eben der Fall ist, wenn eben die gegenderte Anleitung drin ist. Was traurig ist, also dass die Leute sich A darüber aufregen und B, dass ein Spiel so mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es bekommen würde, weil es einfach ein cooles Spiel ist. Apropos cooles Spiel. Ich habe jetzt mal eine Frage.
Ich habe es noch nicht gespielt. Bin aber drum rumgeschlichen, weil wurde hoch gehypt, Plan B, auch solo spielbar, ist ja bei mir immer so ein kleines Argument, aber jetzt habe ich so ein bisschen deine Beschreibung mir angehört, okay, Ressourcenmanagement, Ressourcen tauschen, Konzerne spielen, Präsident gewählt werden, Wahlbeutel. Also ich habe jetzt gerade so ein Problem dabei von, wenn ich das alles höre. Ja, die Story, die auf der Packung steht, ist, es ist der Planet B. Also wir sind von der Erde weg und haben quasi die Zivilisation auf den neuen Planet gebracht, aber wir machen so weiter wie bisher. Also ist das, also was zeichnet jetzt eigentlich in diesem gesamten Spieler der Spielmechanik aus, dass wir uns auf einem anderen Planeten befinden? Weil irgendwie Konzerne, Ressourcen, Präsidenten, wählen, Geld, hast doch alles auf Planet A. Also gibt es denn jetzt irgendein ein Entscheidungsmerkmal, dass wir uns tatsächlich nicht auf der Erde befinden? Also ich glaube, das ist nur einem geschuldet, und zwar dem humoristischen Ansatz, den man gewählt hat für das Spiel, weil ich glaube, wenn du sagst, hihi, die Erde geht es unter, oder hihi, ich stimme jetzt für Kinderarbeit, wäre mit dem realen Erdszenario nicht so humorvoll rüberkommen, da wäre ihm das Lachen im Hals stecken blieben wahrscheinlich. Dadurch, dass du es abstrakt auf eine Ebene hievst, die nicht existiert, hast du da eher die Möglichkeit, dann auch drüber zu lachen. Das wundert mich aber genau das finde ich das Spannende. Also gerade Planet B, also wir haben jetzt eine neue Chance gekriegt, vielleicht sogar die letzte Chance und da machen wir jetzt auch so einen auf Schenkelklopfer oder wie? Ja, also man darf das Spiel nicht ernst nehmen. Das ist von vorne bis hinten eben auch schon so eine Anleitung beschrieben, dass es eben kein ernst gemeintes Szenario ist. Im Endeffekt will es eigentlich der Realität um einen Spiegel vorhalten, sagen, ey, schaut mal, was wir machen, ist nicht okay, aber das halt auf lustige Art und Weise. Und ich, wie gesagt, ich glaube, mit der Erde hätte es nicht geklappt. Da, wenn dann eine Karte ziehst als Präsidentin, wo heißt, ja, bist du für oder gegen Kinderarbeit? Zum Beispiel, wenn du für Kinderarbeit bist, dann kriegst du so viel Geld und Siegpunkte und die anderen gehen leer aus. Wenn du dagegen bist, bekommst du weniger Geld, weniger Siegpunkte, aber die anderen kriegen auch noch was davon ab. Ja, da, ja, ich weiß nicht, ob das dann so für gute Stimmung am Spieltisch gesorgt hätte. Das ist dann mehr dann. Gut, This War of Mine ist ja das so ein anderes Extrembeispiel, wo dann eben auch wirklich schreckliche Geschichten drin sind, wo dir dann auch wirklich ein Kloß im Hals steckt, wenn du denkst, ja, das ist leider Realität, das Ganze, und ich hab's jetzt irgendwo im Spiel drin und muss dann da Entscheidungen treffen, ist jetzt nicht so meins. Also. Also, ich finde die Geschichte da am Planet B zu machen, also weißt, für mich hat das immer dieses Hoffnungsvolle ja eigentlich. Und da hätte ich jetzt persönlich einen eher einen ernsteren Hintergrund erwartet. Und vor allem habe ich dann jetzt das Gefühl, mit Planet B, da wird es vielleicht auch so ein bisschen die Nachhaltigkeitsidee letztendlich so ein bisschen und Klimaschutz, lalala, mit Gefahren das Thema und jetzt zieht man die gleiche Chose auf Planet B ab wie auf Planet A. Das finde ich tatsächlich jetzt ein bisschen seltsam. Ja gut, aber das hätte ich gemacht, wenn ein anderes Spiel draus gemacht hätte. Dann hätte ich gesagt, hey, die Menschen haben daraus gelernt, was sie gemacht haben. Wir müssen es besser machen. Das hätte dann auch mehr in diese Queen Games hat ja so ein neues Green Label rausgebracht, wo sie sich um die Themen kümmern, dann eher da reingepasst. Ja. Also ich Aber finde im es nicht schlimm. Endeffekt. Ich finde so eine Satire auf diesem Thema aufgesetzt, finde ich okay. Jetzt könnte man auch sagen, mit Frostpunk haben wir ja quasi das Gegenteil, das Ganze auf Ernst. Ich würde es auch mögen, vom Thema her, wenn es düster und dystopisch wäre. Aber vielleicht ist es ja schön, wenn wir so ein bisschen was Utopisches auch haben. Also, und tatsächlich wäre es ja utopisch, wenn wir sagen, hey, läuft alles gut, wir haben einen Planeten B. Ja, aber es ist ja jetzt weder An noch, sich oder? schon, ja. Es ist ja keine Utopie. Naja, also Aber. tatsächlich muss man ja an dieser Stelle sagen, das, was Christian erzählt hat, wenn du die Entscheidung hast, ob Kinderarbeit ja oder nein, dann kannst du ja tatsächlich, wenn du möchtest, auf Utopie spielen.
Genau, aber das ist nicht zwingend so. Also du könntest theoretisch das Ganze zu einem dystopischen Ding drehen. Und du wirst nicht bestraft dafür. Also da gibt es auch so Newskarten im Spiel, wo dann eben theoretisch Nachrichten verlesen werden, wo du dann verkünden oder beziehungsweise Nachrichten in die Welt raustragen kannst. Das können dann zum Beispiel Fake News sein. Und mit dem bestimmst du dann auch, wie du agierst. Also ob du eben in positiver oder negativer Weise agierst, aber es hat eigentlich aufs Spiel kaum Auswirkungen. Also es ist nicht so, dass du da groß bestraft wirst dafür, dass du irgendwo Atomtests machst, sondern du bekommst eine andere Gesinnung und mit dieser anderen Gesinnung kannst du bestimmte Aktionen werden dann anders ausgelöst. Die einzige Möglichkeit, dass du da Negatives rausziehst, ist die Stimmungsleiste von der Bevölkerung. Die Stimmungsleiste spiegelt eigentlich wieder, wie die Bevölkerung dich als Partei wahrnimmt. Also im Groben und Ganzen, ob die dir positiv gegenübersteht oder negativ. Und da hat es dann entweder am Spielende Auswirkungen, ob du Plus- oder Minuspunkte bekommst oder während der Wahl, ob von dir noch weitere Stimmen in den Beutel geworfen werden oder wenn du im negativen Bereich bist, ob von allen anderen weitere Stimmen in den Beutel geworfen werden. Aber das war's dann auch schon. Also, das ist nicht so, dass du, wenn du bösartig spielst, dass du vom Spiel so richtig niedergedrückt wirst, sondern sagt, ja, mach halt, ist deine Art. Es entstehen jetzt am Tisch auch keine Gespräche so, ja, das war jetzt nicht in Ordnung, was du da gemacht hast, sondern eher so, hey, das ist jetzt, du bist ja drauf oder wie auch immer, also. Dem fehlt einfach der Realismus, damit du ein schlechtes Gefühl in der Magengrube bekommst. Was ich jetzt nicht schlecht auslegen will. Also das Spiel will einfach lustig sein. Es möchte gleichzeitig irgendwo einen Spiegel vorhalten und das macht es ja auch. Ja, schon fair. Es Geht würde ja. nie jemand in der Realität von uns so agieren, wie er da in dem Spiel agiert. Für mich momentan, ich nehme es für mich momentan als relativ generisch mit tatsächlich, wenn ich das so Revue passieren lasse. Also das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber ich bin halt irgendwo schon so ein thematisches Häschen und da muss dann halt so, das muss halt. Also mir fehlt von all dem, was du beschreibst, tatsächlich einfach so dieser Punkt, dieses Zentrale, es ist der Planet B und nur deshalb kann dieses Spiel so sein, wie es ist, weil es nicht die Erde ist, sondern der andere. Und das fehlt mir da so einfach, so dieser Punkt. Und das finde ich total schade. Klar, verstehe ich, aber weil es wird einen Grund geben, dass sie es gemacht haben. Ja, also Planet B spielt sich gut, es macht durchaus Spaß, aber es hat seine Ecken und Kanten und es ist kein Überflieger, wo man sagt, ja, ich kann nicht mehr ohne. Man kann theoretisch auch darauf verzichten und hat nichts großartig verpasst, weil man es in vielen anderen Spielen auch schon mal gesehen hat. Aber wer die Möglichkeit hat, ausprobieren, ist es durchaus witzig, und dann erkennt er ja, ob er es wirklich haben wollt. Ich würde dann noch kurz was anderes in den Raum werfen wollen. Bin mal gespannt, ob euch da jetzt gegenseitig zerfleischt dabei. Wir hatten ja in unserem BG Together im Januar eine interessante Frage bezüglich, wie hart spielst du um den Sieg? Also, von Tom weiß ich mehr, dass er so ein bisschen mehr auch gerne thematisch spielt, beziehungsweise er auch mal so Seiten aufbringen kann, dass er das Spiel komplett zerbricht, um zu gewinnen. Ja, ich persönlich bin ja mehr ein Bauchspieler, das habe ich auch groß dann eben beschrieben im Board Game Together, dann der Aktion, wo wir eben mit anderen Content Creatorn uns dann einem Thema stellen und uns austauschen wollen. Aber von euch zwei habe ich da nichts gehört. Also, wie hart spielt ihr um den Sieg? Seid ihr beleidigt, wenn andere Leute nicht so hart um den Sieg spielen? Und was macht euch dann für euch dann das Spiel überhaupt aus? Das möchte ich von euch noch erfahren heute. Okay. Also bei mir ist ja so, also wenn ich mich hinsetze zum Spielen, dann will ich ja schon gewinnen. Also ich spiele ja das Spiel, um
dem Ziel, dem Spielziel in diese Richtung zu spielen. Das ist ja meistens eigentlich Gewinn. Also ich mache es ja nicht besonders schlecht deswegen. Aber mir ist es nicht wichtig zu gewinnen, zwingend. Also wenn ich eine gute Zeit habe während des Spielens, dann, wenn ich sozusagen denke, ja, das habe ich jetzt gut gemacht, dann bin ich zufrieden damit. Also die Frage kam unter anderem deswegen auf. Paul hat mir erzählt, dass Bekannte von ihm Kemet gekauft haben nach einer Partie mit ihm und die haben es dann gespielt und haben dann knapp 5 Stunden für die Partie gebraucht, weil jeder immer zu jeder Zeit den optimalen Zug finden wollte und machen wollte. Okay, da bin ich dann raus. Völlig. Also, weil es mich einfach dann irgendwann mal, ich habe ein Problem, ich bin eigentlich recht ungeduldiger Mensch und wenn dann jemand sich zu Tode analysiert, dann wird es mir too much, ganz einfach. Also ich finde das schon richtig, man soll seine Züge durchdenken und so weiter, aber wenn dann eine Partie, die vielleicht, ich weiß nicht, wie lange geht Kemet, 2 Stunden? Ja, so etwa. Ja, also wenn es quasi auf die 2,5-fache Länge dann aufgeblasen wird, da kommt ja immer drauf an, was dann währenddessen alles passiert oder nicht passiert, aber wenn das quasi nur Stille am Tisch ist und dann bewegt sich dann irgendwann mal was. Deswegen würde ich auch jetzt nie Schach spielen wollen. Das ist mir dann zu, ja, öde. Okay, Tom? Spannend. Gerade das letzte, Schach finde ich persönlich sehr gut. Habe ich aber lange nicht mehr gespielt. Aber um die Frage zu beantworten, von dem her, was gesagt wird, ich teile es mal in 2 Aspekte auf. Ich bin erstmal bei Robert und sage, ja, ich setze mich an den Tisch, um zu gewinnen. Also ich setze mich an den Tisch, um das Spiel zu spielen und das Spiel zu gewinnen. Aber vielleicht ist es besser gesagt, ich setze mich an den Tisch, um mich an dem Spiel zu messen. Und das bedeutet, je nachdem, was ich für ein Spiel spiele, ob ich mich gegen das Spiel messe, wenn ich halt etwas solo oder kooperativ spiele, dann ist quasi das, wogegen ich mich messe, das Spiel. Wenn ich mich aber in einem kompetitiven Spiel an den Tisch setze, dann um mich mit meinen Mitspielenden zu messen und an denen. Und das ist ein großer Unterschied. Und da du gefragt hast, wie wichtig es mir ist, ob meine Mitspielenden denn ernsthaft auf Gewinn spielen, das ist mir halt schon wichtig, weil es geht mir nicht darum, dass ich am Ende der Gewinner bin, sondern es geht mir schon darum, dass es auch ein ernsthafter Gewinn ist. Und ich habe das schon in manchen 2 Spielerpartien gehabt, dass mein Gegenüber dann saß und meinte so, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll, es sieht alles schwierig aus. Und ich habe aber den Zug, ich habe bei meinem Gegenüber den Zug schon gesehen, der ganz simpel im Raum stand, um das Spiel jetzt zuzumachen und ohne Unwägbarkeit, ohne Würfelwurf, ohne irgendwas jetzt zu gewinnen. Und dann packt mich die Ungeduld, das muss ich zugeben. Und dann sage ich, wenn mein Gegenüber dann eine Weile überlegt hat und nicht zu diesem Schluss kommt, jetzt da gewinnen zu können, sage ich, jetzt pass auf, du machst jetzt das und das und dann hast du gewonnen. So. Und da bin ich dann in dem Sinne ungeduldig, weil auch dieser Sieg, ja, wenn ich dann gewinnen würde, weil aus welchem Grund auch immer ein anderer Zug gespielt wird, der wäre schal für mich, weil ich weiß, ich habe verloren in dem Moment. Das akzeptiere ich auch, das ist okay für mich, ja, weil ich habe halt gespielt und habe halt verloren. So, Punkt. Und da kann ich dann ungeduldig werden. Tatsächlich umgedreht aber ist mir das Gewinnen eben in dem Sinne nicht so wichtig, jetzt um das Beispiel, jetzt das alles so durchdenken zu müssen, um dann tatsächlich das Optimum herauszuholen. Da bin ich tatsächlich auch eher ein Bauchspieler und sage, ich spiele es einfach so raus. Und gerade wenn es dann um so Spiele geht, wo auch ein großer Zufallsfaktor mit drin ist, ich will gar nicht sagen Glück, aber eben durchaus Zufall, dann sehe ich auch immer den Sinn dabei gar nicht. Also ich habe zum Beispiel, wir haben früher mal irgendwann eine ganze Weile Egesia gespielt, dieses Spiel, wo du den Nil runterschipperst und da ziehst du ja Auftragskarten und diese Auftragskarten, die du ziehst, die können perfekt zusammenpassen oder sie können halt komplett gegenläufig sein. Und dieses Spiel habe ich nie mit Verbissen gespielt, weil ich gesagt habe, entweder ich ziehe
gute Aufträge oder ich ziehe schlechte Aufträge, lass uns einfach spielen. Also von daher ist es so ein bisschen zwiegespalten. Wisst ihr, was ich hasse? Du bist in der letzten Runde von einem Spiel. Es ist ein Spieler am Tisch, der liegt 200 Punkte vorne, also ist nicht mehr einholbar. Und der sitzt dann noch eine halbe Stunde dran und überlegt die optimalsten Züge, um dich noch so richtig zu demütigen in dem Moment. Gut, der denkt anders. Also der denkt, wenn er spielt von mir aus, dann will er immer genau das Optimale rausziehen, weil sonst ist verlorene Zeit. Verstehe ich ja irgendwo. Aber da werde ich dann irgendwann umgehalten und sage so, jetzt mach mal, es kann dich niemand mehr einholen, egal was wir machen, wir müssen das Spielbrett umschmeißen, damit du nicht gewinnst. Das kann ich noch toppen. Ja. Ich habe das gehabt. Ich habe das gehabt in Partien. Da hatten wir genau diese Situation. Dann hat die Person haushoch gewonnen und sitzt sinnierend vor dem Brett. Und wir alle sind so, können wir jetzt einpacken oder nicht? Oder so schön gespielt, Spiel gefällt uns. Und dann sagt die Person so, ja, Moment, ich überlege gerade noch, was ich falsch gespielt habe. Und wir So, ihr Maden, saßen so nehmt da so. das. Ja, genau. Das war schon, also. Aber wie seht ihr es denn umgedreht? Wenn ihr spielt ein Spiel, das ist total knapp und ihr habt gewonnen und freut euch und dann sagt eine Person, die verloren hat, so, ja, aber das war ja nur, weil Zufall hier und da, der Würfelwurf so und das war ja einfach nur Pech, dass ich verloren habe. Ja, Also euer Sieg das wird ist dann okay. geschmälert sozusagen. Das ist okay, weil ich habe gewonnen. Nee, ich bin ein alter Schafkopfspieler, da schiebt man es immer auf die Handkarten oder Mitspieler, der falsch gespielt hat, gehört zu. Ein bisschen nachkarteln gehört zu, wenn es jetzt nicht überhand nimmt, ist es okay. Und da kann ich auch mal zugeben, ja, ich hatte Glück gehabt. Ja, ist ja dann Macht auch man. so. Also, wenn es einen Glücksfaktor gibt und der halt dann öfters in deine Richtung dann spielt, dann hast du halt auch Glück gehabt. Dann ist das halt so im Spiel, oder? Also, Ja, da spricht ja genau. nichts dagegen. Also, manchmal hast halt Dusel. Ja, Uiuiui, was ja ich bei sehe der schon, wenn ich mit Frage. Robert spiele. Das wird episch, sage ich dir, das wird so episch. Nee, aber was ja teilweise auch, da haben dann manche Leute ein bisschen aneinander vorbeigeredet gehabt bei der Frage. Die sind dann teilweise davon ausgegangen, dass Mitspielende am Tisch dann einfach vollkommen destruktiv spielen, also vollkommen chaotisch, dass man es gar nicht mehr einschätzen kann. Von dem reden wir jetzt aber gar nicht. Also dass eben, dass man eben aus dem Bauch raus spielt, aber trotzdem versucht, das Optimum für sich persönlich zu spielen, ist natürlich was anderes, als wenn einer am Tisch nur lauter zufällige Aktionen macht. Da wollte ich noch kurz darauf eingehen. Also ich persönlich bin Bauchspieler, ich stehe dazu, ich macht dann bestimmt auch mal Aktionen, die es überhaupt nicht optimal sind, aber in dem Moment denke ich, dass die Aktion mich eben voranbringt und mache ich sie. Und ich werde damit trotzdem immer auf den Zeiger gehen, der dann eben spielt, weil er immer das Optimum rausholen möchte. Ist so, kann ich mitleben. Es gibt genug Mitspielende, die so spielen wie ich und ich glaube, da gehört auch ihr so ein bisschen dazu, drum können wir auch so gut. Klar, manchmal musst du denken, aber das ist schon bei mir meistens am Anfang vom Spiel so, wenn ich das Spiel zum Beispiel mal sehe, dann musst du dich ja irgendwie mal so ein bisschen eingrooven in dieses Regelwerk, in das System. Aber gegen später dann, nach ein paar Zügen, musst du halt dann, geht es bei mir meistens auch vom Kopf in den Bauch. Wo wir dann auch noch gleich dabei sind, sind ja, spielt ihr, also wenn man aus dem Bauch raus spielt, neigt man ja dazu, Spiele eher thematisch zu spielen. Wie seht ihr denn, wenn jemand vollkommen gegen Spiel spielt, also sag mal die Hungerstrategie in Stone Age zum Beispiel, dass jemand eben gezielt seine Bevölkerung nicht ernährt, um Punkte zu machen, um zu gewinnen? Naja, wenn das Spiel erlaubt, also wenn es im Rahmen der Spielregeln ist und eine sinnvolle Strategie ist, dann ist es ja, oder halt eine funktionierende Strategie, dann kannst du dem Menschen ja keinen Strick draus drehen, dass er jetzt gegen das Spiel spielt. Dann hat das Spiel ja, also die Regel an der Stelle doch eine Schwäche, oder? Ja, ich habe auch schon gelesen, dass sich manche immer über sowas aufregen, dass sowas nicht geht. Es Macht ist man schon nicht. komisch, also mir persönlich
fällt es tatsächlich auch schon mal schwer. So, was macht denn der da? Aber wenn das Spiel es hergibt, warum denn nicht? Ja, ich kann mich da auch noch an eine Begebenheit erinnern, bei unserem ersten Spielewochenende, was wir gehabt haben, ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel war, da bin ich nachts um 2 mal rübermarschiert an den Spieltisch, alle saßen da, haben sich den Kopf zerbrochen, nur nicht der Paul. Der Paul hat sich zurückgelehnt und gegrinst. Dann habe ich gesagt, was ist denn los? Dann sagte er, ja, bei dem Spiel geht es darum, dass du eben Minen ausbaust, aber ich beteilige mich da jetzt einfach nicht dran um gewinnen. Mir sind die Minen vollkommen egal, ich mache alles andere, nur die Minen nicht, was das zentrale Thema von dem Spiel gewesen ist, aber ich gewinne. Und hab's viel leichter als die anderen. Und ja, ich glaube, damit kannst du auch jemanden zum Weißglut bringen, wenn du an einen falschen Spieler gerätst. Das wollte ich nämlich gerade sagen, ich spiele auch aus dem Bauch raus, aber bei mir passiert das Gegenteil von dem, was ihr beschreibt. Ich spiele es dann nämlich nicht thematisch, sondern ich ziehe einfach das gesamte Thema von dem Spiel runter und dann ist das alles nur noch schwarz-weiß. Es gibt kein Thema mehr, sondern es gibt nur noch die Mathematik, die da drin steckt und dann mache ich einfach das, was effektiv rechnerisch am sinnvollsten ist und dann das ist dann ganz fürchterlich, wenn du dann wirklich mit Menschen spielst und du spielst ein thematisches Spiel. Wir haben das zum Beispiel bei Oben und Unten gehabt, wo ja immer so ein Story-Aspekt mit da drin war. Immer so ein, so du hast ja bei dem Oben und Unten, werden ja immer so Story-Teile vorgelesen, dann musst du eine Entscheidung treffen, wie du dich jetzt verhältst. Und für mich war mal klar, ich nehme immer das Schwerste, also immer die höchste Probe, die ich noch schaffen kann, weil prinzipiell galt bei allem, die größte Belohnung gibt es dafür, für die schwerste Prüfung quasi. Und andere, ja, aber du kannst doch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das Kind da in dem Käfig lassen bei den Trollen oder so. Und welches Kind, welcher Käfig? Also ich habe nur gehört, ich brauche eine 6. Ja? Das ist dann halt, das läuft in diesem Punkt, was ihr meint, ne? Wenn man dann gegen das Spiel tatsächlich spielt an der Stelle. Und nicht das tut, was das Spiel eigentlich von einem möchte, eben wie zum Beispiel die Hungerstrategie oder es gab auch bei Lewis und Clark dieses nette Prinzip, dass man sich am Anfang komplett zurückfallen lässt, weil man nur, ich glaube, 3 Felder oder so zurückfallen konnte und danach nicht weiter, dann einfach ganz weit zurückgefallen ist, aber eben nur 3 Felder maximal und dann halt mit einem Mega-Zug halt immer gewaltige Sprünge nach vorne gemacht hat und damit das Spiel gewonnen hat. Das hat halt einige Leute dann eben schon, da galt dann eben, das ist doch nicht thematisch so ungefähr. Und da sage ich, der Fehler liegt nicht bei mir, wenn ich es so spiele, sondern der Fehler liegt im Design, wenn das Spiel das zulässt. Genau, das Spiel kann das, also du bist innerhalb der Regeln, ja. Dann ist jede Strategie innerhalb der Regeln eine valide Strategie. Ja. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Ich bin gespannt, ob wir doch Rückmeldung kriegen von unseren Zuhörenden, ob die das vielleicht ein bisschen anders sehen, also sei es das thematische Spiel, das aus dem Bauchhaus spielen, das ich muss unbedingt gewinnen. Bin ich gespannt, ob was kommt. Ja, würde mich freuen, was zu hören, zu lesen. Ihr kennt ja die Kanäle, ihr könnt direkt unter dem Podcast auf der Homepage eben kommentieren, ihr könnt uns Mail schreiben, Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch auf der Homepage bei spielstil.net. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Tom widersprecht und mir zusprecht. Sorry, nee. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal einen Haken dran an die heutige Folge. Hat mir Spaß gemacht mit euch, da was aufzunehmen und ich hoffe, dass wir in der Runde mal wieder zusammensitzen werden. Das kriegen wir hin. Sehr gerne. Machen wir. Bisschen mehr Begeisterung, bitte. Wie jetzt? Noch mehr? Klingt gerade so, als ob ich euch gezogen hätte. Yeah, wow. Crazy, yeah. Gleich die nächste Folge aufnehmen. Morgen. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und genau, dann wir hören uns, sehen und lesen uns. Ja, und euch allen da draußen einen schönen Tag noch, egal wo ihr gerade seid. Danke, ciao. Danke, ciao.